Dann rufe ich jetzt auf den Zusatzpunkt Aktuelle Stunde. Denn die AfD hat eine Aktuelle Stunde verlangt zum Thema Nebenwirkungen der Corona-Impfung sofort ernst nehmen. Es wird der Auftritt der GesundheitspolitikerInnen vorbereitet, die voraussichtlich in diesem Jahr die letzte Debatte im Deutschen Bundestag bestreiten werden. Man muss ja immer voraussichtig sagen. Und ich hoffe, dass es dann der Wechsel auch so schnell funktioniert, dass sich alle konzentrieren können, und gebe das Wort an Martin Sichert für die AfD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Über 60 Millionen Menschen in Deutschland haben sich impfen lassen im Vertrauen darauf, dass es nur ein kleiner Pieks ist, wie die Regierung es versprochen hat. Diese 60 Millionen Menschen waren davon ausgegangen, dass die Regierung alles unternimmt, um ihre Gesundheit zu schützen, dass sämtliche zur Verfügung stehenden Daten zeitnah ausgewertet werden und dass sie im Fall eines Impfschadens schnell und unbürokratisch Hilfe bekommen. All das ist nicht geschehen. Ganz im Gegenteil. In dieser Woche wurde jedem öffentlich vorgeführt, wie desolat der Umgang öffentlicher Stellen mit den Corona-Impfstoffen ist. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung behauptet, sie wisse, dass es eine Übersterblichkeit gebe, habe aber keine Ahnung, woher die Übersterblichkeit komme, und man möge bitte nicht darüber spekulieren, aber einen Zusammenhang mit der Impfung könne sie kategorisch ausschließen. Dieselbe KBV, die entgegen ihrem gesetzlichen Auftrag seit 2 Jahren nicht in der Lage ist, ihre Daten an das Robert-Koch-Institut und das Paul-Ehrlich-Institut weiterzuleiten, angeblich wegen einer fehlenden Schnittstelle. Selbst vor 100 Jahren wurden Informationen schneller übermittelt. Offensichtlich ist der Bundesregierung der Schutz der Bevölkerung als auch ihr gesetzlicher Auftrag völlig egal. Die Bundesregierung gab zwar in 2 Jahren über 100 Milliarden im Gesundheitsbereich aus. Für Impfstoffe, Masken und Werbung war Geld in nahezu unbegrenzter Höhe vorhanden. Ein paar tausend Euro auszugeben, damit ein Programmierer sich ein paar Tage hinsetzt, um eine popelige Schnittstelle zum Datenimport zu programmieren, dazu war die Bundesregierung hingegen nicht bereit. Dass bis heute der klare gesetzliche Auftrag aus § 13 Absatz 5 Infektionsschutzgesetz zur regelmäßigen Übergabe und Analyse der Daten ignoriert wird, lässt nur einen Schluss zu. Herr Lauterbach hat mehr Angst vor den Daten zu möglichen Impfnebenwirkungen als vor Corona selbst. Und das sieht man auch wunderbar daran, dass er sich als Gesundheitsminister vor dieser wichtigen Debatte heute drückt. Die Daten der KBV, die so widerwillig herausgegeben wurden, dass ich sie erst auf mehrfaches Drängen überhaupt bekommen habe, zeigen diverse deutliche Risikosignale. Während andere Todesursachen von 2016 bis 2022 relativ konstant sind, explodieren Todesursachen wie plötzlicher Tod unbekannter Ursache im Jahr 2021 auf das Zehnfache. Die Zahl der Impfreaktionen und Impfnebenwirkungen sind im Jahr 2021 gar auf das 30-fache gegenüber jedem der Vorjahre angestiegen. Eine ganze Reihe schwerer Erkrankungen wie verschiedene Krebsarten oder Herzmuskelentzündungen steigt ebenfalls 2021 deutlich an. Neben den Daten der KBV sagt der berühmte Pathologieprofessor Schirmacher, dass bei Obduktionen von bis zu 2 Wochen nach der Impfung Verstorbenen bei 30 bis 40% die Impfung die Todesursache war. Das ist alles nichts, was man auf die leichte Schulter nehmen sollte. Wir sagen weder, dass die massive Zunahme von Herzmuskelentzündungen, noch dass die unerklärte Übersterblichkeit dieses Jahr oder die Steigerung von unerwarteten Todesfällen eindeutig auf die Impfung zurückzuführen ist. Aber wir sagen, dass das deutliche Risikosignale sind, denen sämtliche offiziellen Stellen umgehend ergebnisoffen nachgehen müssen. Wir brauchen endlich Aufklärung. Ich habe diese Woche Daten der KBV an alle Abgeordneten geschickt. Kollegen von der SPD haben sie mir postwendend zurückgeschickt. Das zeigt, sie wollen sich gar nicht damit befassen. Es ist beschämend, wie Sie, die bedenkenlos eine Impfpflicht forderten, die Augen vor möglichen Impfnebenwirkungen verschließen. Und es schockiert mich,
wie seitens der offiziellen Stellen mit den Risikosignalen umgegangen wird. Anstatt ergebnisoffen die Daten zu analysieren, übertreffen sich die offiziellen Stellen gegenseitig in Verschleierungstaktik. Da erfreut es mich sehr, dass Herr Sorge von der Union diese Woche erklärt hat, dass Impfnebenwirkungen ernst zu nehmen sind. Herr Kubicki von der FDP ging sogar noch weiter und forderte Obduktionen. Ich möchte an dieser Stelle daran erinnern, dass FDP, Union und AfD zusammen im Bundestag eine Mehrheit haben. Zeigen Sie von der FDP, zeigen Sie von der Union, dass Ihre Worte nicht nur leere Worthülsen sind, sondern sorgen Sie gemeinsam mit uns dafür, dass den Ursachen für den Anstieg verschiedener schwerer Erkrankungen und der Übersterblichkeit endlich nachgegangen wird. Sorgen wir gemeinsam dafür, dass Impfnebenwirkungen und Impfgeschädigte endlich ernst genommen werden. Wir können das gemeinsam. Die Unterstützung der AfD ist Ihnen an dieser Stelle sicher. Das Wort hat Matthias Miebes für die SPD-Fraktion. Guten Tag, Frau Präsidentin. Freut mich, Sie zu sehen. Liebe Kolleginnen und liebe Kollegen, die AfD versucht schon die ganze Woche, einen Zusammenhang zu konstruieren zwischen Impfung und Todesfällen. Allerdings entbehrt diese Konstruktion, diese Herleitung jeglicher Grundlage. Die AfD macht das, was sie immer tut. Sie verbreitet Fake News und sie schadet damit den Menschen in Deutschland. Und die Zahlen, auf die sich die AfD beruft, die gibt es wirklich. Allerdings sind sie nicht aussagekräftig für das Thema, was wir heute behandeln. Und im Übrigen, genau dieses Thema hat unser Minister Karl Lauterbach vor 2 Tagen im Gesundheitsausschuss aufgeklärt. Er war mit allen Zahlen, Daten, Fakten vor Ort, hat Rede und Antwort gestanden. Und ich danke ihm ausdrücklich dafür, dass er seine Zeit in diesem Moment nicht in diesem Saal verschwendet, sondern dass er das tut, wofür er bezahlt wird, nämlich für die Gesundheit der Menschen in Deutschland zu sorgen. Und das tut er hervorragend. Jetzt wollen wir aber trotzdem auch an dieser Stelle noch mal aufklären, was denn die sogenannten Datenexperten hier auf der rechten Seite eigentlich gemacht haben. Grundsätzlich ist es so, dass man, wenn man eine Stichprobe zusammenstellt, dass man allein durch diese Konstruktion der Stichprobe sich Ergebnisse schaffen kann, wie man sie sich erwünscht. Ein Beispiel. Schauen wir uns mal diesen Saal an. Nehmen wir die Menschen, die sich aktuell in diesem Saal befinden, als Stichprobe. Wenn ich jetzt auswerten will, auf welche Berufsfelder sich diese Menschen verteilen, dann prophezeie ich Ihnen, dass ein übergroßer Anteil der Menschen in diesem Raum Bundestagsabgeordnete sind und damit einen höheren Anteil abbilden als im Durchschnitt der Bevölkerung. Überraschend, oder? So, jetzt kommen wir zu dem, was auf der rechten Seite gemacht wird. Die Datengrundlage, die die AfD nutzt, bezieht sich auf eine Stichprobe, die alle Menschen umfasst, die im Jahr 2021 beim Arzt waren oder bei einer Ärztin. Um diese Menschen geht es. Und dann wurde sich angeschaut, wie viele von diesen Menschen sind gestorben im Jahr 2021, in dem Jahr, in dem sie beim Arzt waren. Und was dann die AfD auch noch ausgewertet hat, ist, wie viele Menschen von denen, die 2021 beim Arzt waren, im Jahr vorher, im Jahr 2020 gestorben sind. Also wie viele Menschen, was glauben Sie, sind im Jahr 2020 gestorben? Und wir gucken nur die Menschen an, die ein Jahr später noch beim Arzt waren. Die Auswertung der AfD ergibt, es waren 18 pro Tag. Also 18 Menschen pro Tag sind ein Jahr vorher gestorben, bevor sie zum Arzt gegangen sind. So, jetzt müssen wir mal ganz kurz überlegen. Ja, ich bitte um Konzentration. Es gibt zwei mögliche Erklärungen dafür. Die erste Erklärung ist,
dass Menschen, die gestorben sind, ein Jahr später wieder leben und zum Arzt gehen können. Solche Fälle sind mir allerdings aus dem Jahr 2020 nicht bekannt. Ich kenne einen übermittelten Fall, der liegt allerdings schon gut 2000 Jahre zurück. Weitere belegte Fälle sind mir nicht bekannt. Die zweite mögliche Erklärung ist, dass Fehler im Datensatz vorhanden sind. Und das ist der Fall. Und wie findet man das raus? Ich habe diese Woche noch mal intensiv mit dem Zentralinstitut der kassenärztlichen Versorgung gesprochen. Dort kommen nämlich die Zahlen her. Und die Menschen, die diese Daten erhoben haben, haben selbst gesagt, Leute, passt bitte auf, da sind Fehler drin. Es gibt sogar eine plausible Erklärung dafür. Es sind nämlich Eingabefehler. Es werden jährlich Hunderte Millionen Codes eingetippt, oft in großer Eile, oft unter sehr großem Druck in den Praxen. Und bei Hunderten Millionen Eingaben passieren auch Fehler, und die führen dazu, dass dieser Datensatz, auch dort einzelne Daten fehlerhaft sind. Das ist eine ganz einfache Erklärung, und wer sich mal 2 Minuten Zeit nimmt, das rauszufinden, der findet es auch raus. Ich liebe Daten, der Minister liebt Daten, wir arbeiten mit Daten. Man muss sie allerdings auch einen Tick richtig interpretieren. Und in diesem Sinne sage ich Ihnen, gebe ich noch mit auf den Weg, denken Sie dran. Die Geschenke, die Sie dieses Jahr bekommen, bekommen Sie dieses Jahr. Ich wünsche schöne Feiertage. Bis bald. Vielen Dank, lieber Kollege Sievers. Sehr beeindruckend, wie Sie es geschafft haben, kurz vor Weihnachten den Blick nach Ostern zu richten. Das wird nicht in jedem Gottesdienst gelingen, das fürchte ich. Stefan Pilsinger hat das Wort für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Die falschen Horrorzahlen der AfD titelt die Welt am 15. Dezember über die Pressekonferenz des AfD-Kollegen Martin Sichert vom 12. Dezember. Corona-Impfen, kein Anstieg von Todesfällen abzuleiten, resümiert aktuell die FAZ. Plötzliche Todesfälle, warum die AfD-Darstellung laut Fachleuten haltlos ist, erklärt das Online-Magazin Telepolis vom 14. Dezember. Erneut glaubt die AfD, einen investigativen Coup zu landen und ihren unerklärlichen Hass auf die Corona-Impfung in eine Impfskepsis der Bevölkerung umzumünzen zu können. Dass sie dabei stets seriöse Daten seriöser Institutionen missbrauchen wollen, ist eine absolute Unverfrorenheit. So wie sie in diesem Fall Abrechnungsdaten der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, die sie für ihre Spielchen missbrauchen wollen. Dabei haben die KBV selbst, das ihr angeschlossene Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung und andere echte Experten schnell und klar feststellen können, dass sie wohl bewusst eine falsche Kausalität zwischen den Corona-Impfungen und angeblich exorbitant gestiegenen Todesfällen herstellen wollten. So kann es unter anderem gar keinen punktuellen Anstieg von vermeintlich plötzlich verstorbenen Impftoten um mehr als 1000% in den Jahren 21 und 22 gegeben haben. Das ist eigentlich ja völlig logisch, da die Impfungen ja nicht zu einem einzigen Zeitpunkt bundesweit gleichzeitig an alle Bundesbürger verabreicht worden sind, sondern bekanntermaßen schrittweise. Wenn die behauptete Kausalität stimmen würde, hätte der Anstieg von unerwartet verstorbenen Geimpften konstant nach oben gehen müssen. Und schließlich muss man noch wissen, dass die von den Ärzten herangezogenen Diagnosecodes nicht unterscheiden zwischen verstorbenen Patienten, die geimpft waren, und solchen, die nicht geimpft waren. Alles in allem kommt das ZI zum Ergebnis, die Aufregung um möglicherweise gestiegene Todesfälle 2021 entbehrt jeglicher Grundlage. Die KBV kommt daher zum Schluss, aufgrund von der KBV und die AfD übermittelten Abrechnungsdaten lassen sich keine Kausalzusammenhänge zwischen Covid-19-Schutzimpfung und Todesfällen herstellen. Und statt sich demütig jetzt zurückzuziehen und jetzt einfach mal die Klappe zu halten, sind Sie dennoch so unverfroren, heute am Nachmittag des letzten Sitzungstages vor Weihnachtspause eine Aktuelle Stunde zu diesen queren Verwirrungen anzuberaumen. Viele Menschen fragen sich da eigentlich, haben Sie eigentlich noch alle Tassen im Schrank? Uns als Union ist bewusst, dass es durchaus nicht wenige Fälle von Long-Covid und von Post-Vac-Patienten gibt, diese oft noch jungen Menschen, die stark geschwächt sind
und ihren Alltag oft nicht mehr bewältigen können, müssen ernst genommen werden. Das sind keine queren AfD-Spinner, sondern Patienten, die unser Mitgefühl und unsere Hilfe brauchen. Die Politik steht in der Pflicht, die Forschung rund um die Problematik Long-Covid und Post-Vac-Vehement voranzubringen und damit entsprechenden Mittel und Therapiemöglichkeiten zu schaffen. Diesen Bereich im Rahmen des Bundeshaushalts 2023 mit nur 21,5 Millionen rein für Beratungsleistungen für Betroffene abzuspeisen, ist ein Schlag ins Gesicht der Betroffenen. Wir als Unionsfraktion nehmen die Betroffenen ernst, stehen mit ihnen im direkten Dialog und machen Druck auf die Bundesregierung, hier endlich mehr zu tun, um das Leiden der Patienten zu minimieren. Werte Kolleginnen und Kollegen der AfD, da Sie sich eher mit altgermanischen als mit christlichen Bräuchen auskennen, habe ich für die anstehende Weihnachtszeit einen Tipp für Sie. Wie Sie sicherlich wissen, ist am 21. Dezember das Fest der Wintersonnenwende, das Fest der aufgehenden Sonne. Nutzen Sie dieses Fest des Neuanfangs für einen Neuanfang, für klügere Anträge und Initiativen, damit wir sie zukünftig zumindest inhaltlich mehr ernst nehmen können. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich wünsche Ihnen nun ein gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Vielen Dank für die gute Zusammenarbeit. Dr. Janusz Damm hat das Wort für Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrte Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen der demokratischen Fraktionen, sehr geehrte Damen und Herren als Zuschauer, meine beiden VorrednerInnen haben schon sehr eloquent vorgetragen, warum diese Aktuelle Stunde in der Form und im Inhalt eine Zumutung für alle Menschen in diesem Land ist. Sie ist ganz besonders eine Zumutung für alle Menschen im Gesundheitswesen, die aktuell aufgrund einer großen Anzahl an gleichzeitigen Atemwegserkrankungen, RSV, Influenza, Corona und weitere Viren wirklich unter Hochlast daran arbeiten, Menschen gesund zu erhalten, das Gesundheitssystem am Laufen zu halten. Und ich kann Ihnen eins sagen, egal ob in der Pflege, Ärztinnen und Ärzte, andere Gesundheitsberufe, Sie empfinden eine Politik der Verleugnung, der Unwahrheiten, der Fake News, die sich im Bundestag in Redundanz wie eine gesprungene Schallplatte diese ganze Woche mit diesem Schwachsinn von Ihnen auf der rechten Seite befasst. Als Zumutung. Es ist eine Zumutung für das Land. Es ignoriert die Herausforderung. Es ignoriert den Einsatz der Leute, die echten Probleme. Und ich kann Ihnen nur sagen, die Antwort darauf muss wirklich sein, denken Sie doch wirklich mal darüber nach, was für einen Unfug Sie hier verbreiten. Die Kollegen haben schon erklärt, was ein Selection Bias ist, was die Auswahl von Daten ist, wie Sie die verdrehen in Unwahrheiten. Man kann den Eindruck erwähnen, Ihre Telegram-Kanäle scheinen leer zu sein, Ihnen scheinen keine Bilder mehr einzufallen. Deswegen produzieren Sie hier am laufenden Band scheinbar neue Skandale, die keine Skandale sind. Ich will Ihnen auch sagen, warum. Sie haben hier einen Vortrag vorgebracht und diese Woche an verschiedenen anderen Stellen offensichtlich auch schon erläutert, der zum Grunde legt, zu sagen, Sie hätten einen Skandal aufgedeckt mit Daten, die belegen würden, die Impfung bringe Menschen um. Und ich kann Ihnen sagen, anstelle einer ernst gemeinten Diskussion über Nebenwirkungen und Wirkungen, die es bei jedem Medikament, auch bei diesen Impfungen gibt, ist es so, dass Sie Verunsicherung stiften, weil Sie noch nicht mal wissen, mit welchen Daten Ihrer dubiosen Experten Sie hier hantieren. Sie meinen, aus Abrechnungsdaten, die der Liquidation ärztlicher Leistung gehen, irgendwelche Kausalitäten über medizinische Zusammenhänge zu nennen. Was für ein Unfug! Ja? Sie können nicht unterscheiden zwischen dem, was Abrechnung ist, und dem, was medizinische Dokumentation ist. Und das sei Ihnen auch noch gesagt, neben Abrechnung medizinischer Dokumentation gibt es noch eine Sterbefallstatistik, die auch ein dritter Bereich ist, der völlig unabhängig ist von dem, was Sie analysiert haben. Sie analysieren also in einem Teich, in dem es den Fisch, den Sie fangen wollen, gar nicht gibt. Falsche Daten ziehen falsche Schlüsse. Es ist unerträglich über die Verunsicherung, die Sie damit stiften. Und letzter Punkt, auch das scheint ja für Sie offensichtlich ein Problem in der Analyse von Daten und im Verständnis wissenschaftlicher Fakten zu sein. Der Zusammenhang von Korrelation und Kausalität scheint Ihnen wiederholt auch in diesem Zusammenhang in keinster Weise geläufig zu sein. Eine Korrelation könnte zum Beispiel sein, dass man sagt, dort, wo die Umfrageergebnisse Ihrer Partei am rechten Rand besonders hoch sind, ist die Impfrate niedrig. Und wo die Impfrate niedrig ist, da sind viele Menschen gestorben, mehr Menschen als in anderen Teilen, wo die Menschen viel geimpft waren. Das wäre eine Korrelation, wo man auf den Eindruck kommen könnte, möglicherweise könnte ein Zusammenhang sein.
Der Unterschied zwischen einer solchen Korrelation, die keine Kausalität ist, ist, dass ich Ihnen sagen kann, die Wissenschaft hat eindeutig bewiesen, dass diese Impfung schützt, dass diese Impfung mehr Nutzen bringt, dass diese Impfung, obwohl es Impfnebenwirkungen gibt, obwohl es Impfreaktionen gibt, in der Nutzen- und Risikoabwägung ein wichtiges, entscheidendes und das beste Instrument ist, was uns aus der Pandemie rausgeführt hat, was viele tausend Menschenleben geschützt hat. Und Sie scheinen nicht bereit zu sein, entscheidend diese wissenschaftlichen Fakten anzuerkennen, sondern zu Ihrem eigenen Vorteil auf dem Rücken aller Menschen und dem Wohl dieses Landes zu versuchen, Fake News und falsche Daten zu verbreiten. Das ist schändlich, und ich will ganz deutlich sagen, lassen Sie uns zurückkehren zu wichtigen Debatten in diesem Parlament über die Zukunft unseres Gesundheitswesens, über die Ausrichtung, wie wir den Fachkräftemangel bekämpfen, wie wir die Krisen unserer Zeit gemeinsam bekämpfen und nicht falsche Informationen in diesem Parlament die politische Arbeit aufhalten. Vielen Dank. Katrin Vogler hat das Wort für die Fraktion Die Linke. Sehr geehrte Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen, über die Stimmungsmache der AfD mit fehlinterpretierten und manipulierten Daten haben wir ja vorhin schon gesprochen. Ja, Impfnebenwirkungen existieren. Es gibt auch schwere Impfschäden in sehr, sehr seltenen Fällen. Aber das ist kein Grund, deswegen auf eine Impfung gegen das SARS-CoV-2-Virus zu verzichten. Denn die Risiken einer Corona-Erkrankung überwiegen die Risiken einer Corona-Impfung bei weitem. Allein gestern starben wieder 143 Menschen im Zusammenhang mit Covid-19. Zehntausende leiden an Long-Covid oder Post-Covid. Das Virus greift offenbar ganz unterschiedliche Organe an, und wir verstehen immer noch viel zu wenig, wie es das eigentlich tut und was man dagegen tun kann. Aber anstatt darüber zu sprechen, wie wir Menschenleben und Gesundheit der Bevölkerung schützen können, vergeudet die AfD hier wieder unsere Zeit, um gegen die Impfung zu polemisieren und die Verunsicherung in der Bevölkerung zu schüren. Und das ist eine Schande. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe da mal was vorbereitet. Ich habe mal eine Grafik mitgebracht. Eine Grafik, die den Zusammenhang herstellt zwischen Impfquote und Übersterblichkeit. Denn an dem ganzen falschen Zeug, was Sie erzählen, ist ja eins richtig. Wir haben eine deutliche Übersterblichkeit in einigen Bundesländern. Das sind aber genau die Bundesländer, in denen Ihre Propaganda auf fruchtbarem Boden gefallen ist und wo Sie mit der Verunsicherung der Menschen dazu beigetragen haben, dass wenige sich haben impfen lassen. Die sind nämlich hier oben. Hier unten, ganz am unteren Ende bei der Übersterblichkeit, ist das kleine Bundesland Bremen, wo es die linke Gesundheitssenatorin Claudia Bernhardt geschafft hat, mit einer vorbildlichen Aufklärungskampagne für eine außerordentlich hohe Impfquote zu sorgen. Jetzt reden wir mal ein bisschen über Logik. Ja? Ich weiß, dass ich bei Ihnen da wahrscheinlich keine offenen Scheunentüre einrenne, aber reden wir mal über Logik. Mir erscheint es logisch, dass wenn in Bundesländern mit niedriger Impfquote die Übersterblichkeit hoch ist und in Bundesländern mit hoher Impfquote die Übersterblichkeit niedrig ist, dass es da einen Zusammenhang geben könnte, der aber genau umgekehrt aussieht wie das, was Sie die Leute glauben machen wollen. Nun wissen wir ja, dass die AfD davon ausgeht, wenn es Deutschland schlecht geht, dann geht es der AfD gut. Das heißt, ihr Ziel ist es, Menschen so zu verunsichern, dass sie das, was ihnen persönlich und ihrer Umgebung gut tun würde, nicht mehr machen, nämlich sich impfen zu lassen und sich vor einer Infektion zu schützen und damit auch vor lang anhaltenden möglichen Gesundheitsfolgen. So, jetzt will ich aber jetzt nicht nur über die AfD reden. Ich habe noch 2 Minuten, die muss ich leider den anderen Parteien hier im Haus noch mal widmen. Weil warum ist es denn so, dass die AfD so einfach es schafft, Menschen zu verunsichern? Und da müssen wir wirklich mal über die Ökonomisierung unseres Gesundheitswesens und über die Profitorientierung im Gesundheitswesen reden, die nämlich dazu führt, dass viele Menschen den Institutionen in diesem Land nicht mehr vertrauen und dass es einfach ist, ihnen zu unterstellen, dass Wissenschaften nur
Mietmäuler sind, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sich nur nach dem orientieren, womit sie das meiste Geld verdienen können. Und wenn die Leute sehen, dass mit Steuergeldern Forschung finanziert wird, deren Erträge dann in die Taschen von Privatleuten fließt, mit versicherten Geldern Klinikkonzerne in dreistelliger Millionenhöhe Dividenden in private Taschen schaufeln, das verunsichert dann schon. Und deswegen finde ich, Herr Lauterbach hat vollkommen recht, wenn er sagt, wir müssen die Ökonomisierung im Gesundheitswesen zurückdrängen. Und wenn er das wirklich angeht, dann wird er die Unterstützung der Linken haben. Aber da ich da bestimmte Zweifel habe, werden wir ihm auch ganz genau auf die Finger gucken und werden Druck machen dafür, dass auch wirklich was passiert. Denn wir brauchen eine Revolution im Gesundheitswesen. Und ich möchte an dieser Stelle allen Menschen, die über die Feiertage in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen, in den Rettungsstellen, in Notarztpraxen dafür sorgen, dass kranke Menschen, Menschen mit Pflegebedarf unterstützt, gepflegt und geheilt werden, denen möchte ich gute Weihnachten wünschen. Ich wünsche Ihnen friedliche Weihnachtstage und meinen Kolleginnen und Kollegen hier auf der rechten Seite bessere Erkenntnisse. Das Wort hat die Kollegin Christine Aschenberg-Dugnus für die FDP-Fraktion. Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ja, es macht mich wirklich fassungslos und ja auch wütend, in welcher Art und Weise wir uns in dieser Aktuellen Stunde mit dieser Thematik, mit dieser an sich wichtigen Thematik beschäftigen. Allein der Titel suggeriert ein völlig falsches Bild einerseits über die Impfzulassungen und andererseits über den Umgang mit Impfnebenwirkungen. Sie von der AfD bewirken damit nur eins: Sie befeuern weiter Verschwörungstheoretiker. Wahrscheinlich ist es das, was Sie erreichen wollen. Und das finde ich einfach nur schäbig, meine Damen und Herren. Deutschland und auch Europa sehen die Transparenz als sehr wichtigen Baustein in der Gesundheitsversorgung. Nur so können Vertrauen in medizinische Produkte erlangt werden. Das gilt ganz besonders auch für Impfungen. Aus diesem Grund müssen nicht nur während des Zulassungsprozesses für einen Impfstoff umfängliche Daten über die Wirkungsweise und die Sicherheit erhoben werden, sondern auch weit darüber hinaus. Dabei ist die Nutzen-Risiko-Abschätzung der zentrale Entscheidungspunkt, ob ein Impfstoff eine Zulassung erhält oder nicht. Erhält dann der Impfstoff die Zulassung für den deutschen Arzneimittelmarkt, werden neben der pharmazeutischen Qualität natürlich auch die Daten über unerwünschte Nebenwirkungen erfasst, meine Damen und Herren. Diese Daten sind übrigens für jeden Bürger auf der Internetseite des Paul-Ehrlich-Instituts frei einsehbar. Das nenne ich die richtige und wichtige Transparenz in unserem Gesundheitssystem, meine Damen und Herren. Zusätzlich sind die Zulassungsinhaber des Impfstoffes gesetzlich aufgefordert, in regelmäßigen Abständen aktualisierte Unbedenklichkeitsberichte anzufertigen und es dem Paul-Ehrlich-Institut zu übermitteln. In diesen Berichten müssen aktuell verfügbare Sicherheitsdaten enthalten sein, aus denen sich weiterhin eine positive Nutzen-Risiko-Abschätzung ableiten lässt. Ist das nicht möglich, beeinflussen die aktuellen Daten die Nutzen-Risiko-Abschätzung negativ, kann selbstverständlich auch die Zulassung widerrufen werden. Das wäre beispielsweise der Fall bei verstärkt auftretenden hochgradigen Impfnebenwirkungen. Ist aber bisher noch nie eingetreten, meine Damen und Herren. Sowohl niedergelassene Ärzte als auch der öffentliche Gesundheitsdienst melden Impfnebenwirkungen an das Paul-Ehrlich-Institut sowie an das Robert-Koch-Institut. Wieder die notwendige Transparenz. So soll es sein, so läuft es auch. Und das können wir nun der Bevölkerung immer wieder sagen. Diese Impfstoffe sind sicher. Bereits im Sommer 2022 hat die AfD-Fraktion ja für Aufregung gesorgt, als sie von 2,5 Millionen Fällen gemeldeter Impfnebenwirkungen bei Corona-Impfungen berichtete.
Leider haben Sie es versäumt, es auch im Vergleich zu den tatsächlich durchgeführten Impfungen, das sind nämlich über 154 Millionen, ins Verhältnis zu setzen. Und zum anderen müssen Sie, haben Sie auch vergessen zu erwähnen, dass als häufigste Impfnebenwirkung die Schmerzen an der Injektionsstelle kodiert werden, nämlich bei 92% der Teilnehmer. Das ist eine Kodierung. Wie wir aber alle wissen, ist das keine Impfnebenwirkung. Sie wird zwar als dessen aufgeschrieben, aber keiner, der hier sich hat impfen lassen, egal ob das jetzt gegen Grippe oder Corona ist, lässt sich doch für ein, zwei Tage schmerzenden Arm nicht impfen. Das muss man doch mal ganz klar sagen. Also das Verhältnis setzen dieser Zahlen ist völlig daneben, was Sie hier tun. Ja, außerdem, ich habe es gerade schon gesagt, diese Schmerzen an der Impfstelle sind kein neues Phänomen. Jeder kennt es, der sich gegen Grippe impfen lässt, so wie ich das auch jedes Jahr mache. Ja, diese Daten aber dafür zu instrumentalisieren, um Sorge und Angst in der Bevölkerung zu schüren, meine Damen und Herren, das finde ich einfach nur widerlich. Und das muss man hier ganz deutlich mal sagen. Vor wenigen Tagen sorgte die AfD dann erneut für Furore, indem sie eine dramatische Zunahme der Sterbefälle auf den Tisch brachte. Fachleute aus dem Wissenschaftlichen Institut der AOK sowie dem Zentralinstitut der Kassenärztlichen Versorgung kamen aber zu einem völlig anderen Ergebnis. Ich zitiere aus dem Statement des Zentralinstituts für die Kassenärztliche Versorgung: Die Aufregung um möglicherweise gestiegene Todesfälle 2021 entbehrt jeder Grundlage. Es ist kein Anstieg plötzlicher Todesfälle unbekannter Ursache festzustellen. Meine Damen und Herren, erneut instrumentalisiert die AfD Daten, um Angst und Schrecken in der Bevölkerung zu verbreiten. Das ist nicht nur verachtend, das ist auch ein Schlag ins Gesicht derjenigen Menschen, die tatsächliche Impfnebenwirkungen haben. Das muss man doch mal ganz klar sagen. Anstatt hier eine sachliche Debatte zum Umgang mit Impfnebenwirkungen anzustoßen, werden hier einfach nur Katastrophenszenarien heraufbeschworen, die auf gar keinen Fall der Realität entsprechen. Ich bitte Sie eindringlich, dass Sie uns künftig von dieser Art von Debatten verschonen. Die Gesundheit der Bevölkerung ist zu wichtig, um sie mit Fake News in einer Aktuellen Stunde zu versehen. Ich danke Ihnen und wünsche allen Kolleginnen und Kollegen ein schönes Weihnachtsfest. Und ich hoffe, wir sehen uns alle gesund und munter im neuen Jahr wieder. Vielen Dank. Für die AfD spricht jetzt Dr. Christina Baum. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! In Anbetracht der nun bekannt gewordenen vielen teils schweren Nebenwirkungen und Todesfällen durch die Corona-Injektion stellen sich viele Menschen die Frage, wie konnte es überhaupt dazu kommen? Wie konnte es dazu kommen, dass sich so viele Menschen ein Medikament haben verabreichen lassen, das unzureichend erforscht und zudem auf einen ganz neuen Wirkungsmechanismus beruhte, sodass man es niemals hätte Impfung nennen dürfen? Die Antwort? Erinnern Sie sich an das Strategiepapier aus dem Bundesinnenministerium, das im März 2020 veröffentlicht wurde? Darin hieß es unter anderem, um die gewünschte Schockwirkung zu erzielen, solle man Kindern Schuld am Tod ihrer Angehörigen zuschreiben. Die Existenz dieses Papiers wurde im Gesundheitsausschuss sogar geleugnet. Man will von dieser Ungeheuerlichkeit nun nichts mehr wissen. Bereits im April 2020 wies ich darauf hin, dass durch diese gebetsmühlenartige Wiederholung, dass Menschen massenhaft sterben, die Bürger durch Angst gelähmt werden und damit für den nächsten Schritt bereit gemacht werden sollen, die Zwangsimpfung. Diese systematische Angst- und Panikmache wurde gezielt eingesetzt, um selbst eine der schwersten Verletzungen unserer Freiheitsrechte durchzusetzen, das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit. Ein nicht unerheblicher Teil der Bevölkerung hat Herrn Lauterbach allerdings auch vertraut. Dabei sagte Herr Lauterbach selbst bei einem Interview mit der Harvard School of Public im Juni 2020, hören Sie bitte genau zu, dass mRNA-Impfstoffe vielleicht funktionieren, doch bis jetzt haben sie am Menschen verabreicht, noch nie funktioniert. Sie kamen niemals zum Einsatz.
Sie haben, Herr Lauterbach hat also die Menschen bewusst getäuscht, indem er eine Sicherheit vorgegaukelt hat, die es so niemals gab. Die Folgen der sogenannten Impfung sind jetzt jedenfalls nicht mehr zu leugnen. Selbst die regierungstreue Presse kommt nicht mehr umhin, davon zu berichten. Auf zwei neue Studien möchte ich Sie noch aufmerksam machen. Ein interdisziplinäres Forschungsteam der Uni Basel untersuchte die Auswirkungen der Moderna-Impfung auf den Herzmuskel. Das Ergebnis? Knapp 3% der Studienteilnehmer erlitten eine leichte Herzmuskelentzündung, die damit also 1000-mal häufiger vorkommt als bisher mit 0,003% angegeben. Es wurde auch zugegeben, dass es keine Regeneration eines geschädigten Herzmuskels gibt, auch nicht bei leichter Entzündung. Das bedeutet, dass die Betroffenen irreversibel für ihr ganzes Leben schwer geschädigt sind. 3%. Die zweite Studie, die Herr Lauterbach in einem Twitter-Beitrag selbst erwähnte, stammt aus den USA. Sie bestätigt, dass das Risiko von Langzeitschäden nach einer Corona-Infektion mit jeder weiteren ansteigt, gerade auch für geimpfte Personen. Das bedeutet nichts anderes, als dass nun auch die letzte der drei Begründungen für eine Impfung wegfällt, die des Schutzes vor schweren Verläufen. Es gibt ihn nicht, so wie es auch keinen Eigen- und keinen Fremdschutz gibt. Man muss deshalb von einem vollständigen Versagen dieser mRNA-Injektion sprechen. Aus diesen Fakten ergeben sich mindestens folgende vier Forderungen. Erstens, diese unwirksame, aber in vielen Fällen schädliche Impfung muss bis zum Beweis des Gegenteils sofort eingestellt werden. Zweitens, alle kritischen Ärzte und Wissenschaftler, die dies vorher gesagt haben, müssen nun endlich rehabilitiert und entschädigt werden für den Rufmord, den man an ihnen begangen hat. Drittens, die Verfehlungen der verantwortlichen Politiker und Behörden müssen in einem Untersuchungsausschuss aufgearbeitet und einer juristischen Bewertung zugeführt werden. Und viertens und letztens, Herr Lauterbach sollte lieber seinen Stuhl räumen als Gesundheitsminister, denn er ist eine Gefahr für die Bevölkerung. Vielen Dank. Heike Engelhardt hat das Wort für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, Dr. Christinas Märchenstunde. Sehr dünnes Eis, auf dem die Antragstellerin sich hier bewegt. Sehr, sehr dünnes Eis, wenn sie da nicht mal gleich einbricht. Sie sagen hier, dass wir endlich anfangen müssen, Nebenwirkungen bei Impfungen ernst zu nehmen. Damit fordern Sie etwas, was wir immer schon so machen. Wie bei jedem Medizinprodukt, das wir in Deutschland zulassen, werden Nutzen und Risiken sehr genau abgewogen und Nebenwirkungen sehr ernst genommen. Nicht ohne Grund wurden die Impfstoffe in Deutschland erst deutlich später zugelassen als zum Beispiel in Israel, damit wir zunächst weitere Informationen sammeln konnten. Auch wurden nicht alle Impfstoffe immer auch für alle Gruppen freigegeben. Sie können sich sicher sein, meine Damen und Herren von der AfD, dass die Ständige Impfkommission hier eine gute und gewissenhafte Arbeit leistet. Was Sie allerdings mit Ihren komplett unwissenschaftlich zusammenkopierten Zahlen behaupten, das sind glatte Lügen und entbehren jeglicher Ernsthaftigkeit und Vertrauenswürdigkeit. Sie versuchen einmal mehr, die Menschen zu beunruhigen. Sie spielen mit der Gesundheit der Menschen, ganz getreu Ihrem Motto, den Menschen in Deutschland muss es schlecht gehen, damit die AfD Erfolg hat. Aber den Gefallen tun wir Ihnen nicht. Frau Baum, Sie haben gestern in einem Interview Verständnis für die Reichsbürger geäußert. Wir werden alles dafür tun, dass Sie als parlamentarischer Arm der Reichsbürger und Nazis schnell wieder in der Versenkung verschwinden.
Sie sind schuld am Tod von Walter Lübcke. Sie sind schuld an dem Attentat von Halle. Ihre Kollegin wollte dieses Haus bewaffnet stürmen. Und ich weiß nicht, wie viele Ihrer KollegInnen Ähnliches vorhaben. So, und jetzt noch ein Wort zu Ihnen, Herr Sichert. Sie können doch nicht einfach irgendwelche Querdenkerfreunde als Sachverständige einladen und dann deren Auftritte im Bundestag oder im Ausschuss als Nachweis für eine Bedeutung dieser Personen anführen. Ihr sogenannter Datenanalyst Tom Lausen ist nicht mehr als ein Scharlatan. Sie und Ihre Partei sind einfach nur peinlich. Und mehr Zeit verschwende ich auf Ihren Antrag nicht. Aber ich wünsche allen DemokratInnen hier im Haus schöne Weihnachten und alles Gute fürs neue Jahr. Vielen Dank. Der Kollege Dr. Georg Kippels hat jetzt das Wort für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, als ich gestern Nachmittag den Aufsetzungsantrag der AfD zu Gesicht bekam mit dem Titel Nebenwirkungen der Corona-Impfung sofort ernst nehmen, kam mir auch sofort in den Sinn, dass man wirklich etwas ernst nehmen müsse. Und zwar den Umstand, dass wahrscheinlich bei der AfD ein massiver Anfall von Amnesie vorliegt. Oder erinnern Sie sich nicht mehr an die Debatte im vergangenen Juli mit einem Antrag, der den Titel trug, Impfnebenwirkungen erklären und ernst nehmen, vielleicht zur besseren Auffindung, Drucksache 20-2567, in der wir alle hier mit großer Ernsthaftigkeit den damals schon abstrusen Gedanken versucht haben, Rechnung zu tragen und Ihnen zu erläutern, was der Unterschied zwischen Impfreaktionen und Impfkomplikationen ist und dass die Interpretation der ICDs von Ihnen geradezu an den Haaren herbeigezogen waren und jeder Grundlage entbehrt. Okay, ich muss einräumen. Diese Erklärungsversuche sind gescheitert. Das wundert uns nicht wirklich, weil Sie gar nicht bereit sind, sich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen. Nun gibt es etwas Aktuelles hier und heute, das diese Aktuelle Stunde rechtfertigen würde. Der Blick in die Entwicklung seit Juli ergibt allerdings nichts, was Sie begeistern würde. In der Tat etwas. Das sind aber nicht die Fantasien, die Sie jetzt wiederum auf die ICD-Interpretation verwendet haben, sondern, und das ist vielleicht eine interessante Botschaft für die Bürgerinnen und Bürger zu Hause, dass sich das PAI sehr gewissenhaft mit den Impfnebenwirkungen, möglichen Impfwirkungen und damit mit den Interessen der Geimpften beschäftigt. Es hat eine App aufgelegt, die App SafeVac 2.0, mit der eine Beobachtungsstudie ins Leben gerufen worden ist. Die Rekrutierungsphase der Interessierten lief am 30.09.2022 ab und immerhin 730.000 Interessierte haben sich dort registrieren lassen und geben auf freiwilliger Basis Angaben zur Verträglichkeit der Impfung bei Ihnen ab. Und es gibt eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass ein möglicher Impfgeschädigter nicht ankündigungslos umfällt und verstirbt, sondern dass es im Vorfeld Ankündigungen in der Befindlichkeit geben könnte. Insofern ist diese Untersuchung überaus nützlich und sie kann für die weitere Betrachtung der Verträglichkeit der Impfung hervorragende Informationen liefern. Die App bleibt in den nächsten 12 Monaten geöffnet. Und sie wird vor allen Dingen fließend, ununterbrochen in die Nebenwirkungsdatenbank des Paul-Ehrlich-Instituts eingepflegt. Und dort wiederum tauchen auch die akuten Erkenntnisse in den Verdachtsmeldungen bzw. in den Sicherheitsberichten. Der nächste steht jetzt zum Ende dieses Jahres an, veröffentlicht. Wie schon mehrfach geäußert, das Paul-Ehrlich-Institut arbeitet mit höchster Transparenz, Nachvollziehbarkeit. Und jeder, der nur ansatzweise den Eindruck hat, ein dauerhaftes Unwohlsein durch die Impfung erlitten zu haben, kann dies über www.nebenwirkungen.bund.de
an das Paul-Ehrlich-Institut melden, und es wird dort unverzüglich verarbeitet. Trotz aller Bemühungen, Professor Zichutek in irgendeiner Form Vermutungen oder Spekulationen in den Mund zu legen, hat dieser in seiner bekannten wissenschaftlichen Sachlichkeit in allen Anhörungen und Fragestellungen den Unterstellungsversuchen der AfD gekontert, hat diese bestanden und hat immer wieder zum Ausdruck gebracht, dass eine seriöse wissenschaftliche Analyse der uns allen und weltweit durch die WHO vorliegenden Erkenntnisse überhaupt keine Vermutung für eine atypische Entwicklung und insbesondere eine Übersterblichkeit aufgrund der Impfung rechtfertigen wollen. Dies ist für uns eine solide Basis der Analyse des Impfgeschehens. An dieser Form der Aufarbeitung und der weiteren Begleitung werden wir uns verantwortlich orientieren und uns im Ausschuss mit Sicherheit ununterbrochen informieren lassen. Und mit Rücksicht auf das Bedürfnis aller Anwesenden, möglichst schnell zu den Angehörigen zurückzukehren, spende ich den Rest meiner Redezeit den demokratischen Parteien in diesem Haus. Vielen herzlichen Dank und ein frohes Weihnachtsfest. Dankeschön. So, ich grüße Sie alle zum Endspurt hier in diesem Jahr, und das Wort erhält Dr. Georg Kippels. Entschuldigung, ah, der war gerade, der ist noch nicht durchgestrichen, Entschuldigung. Dann nehmen wir Maria Kleinschmeink für Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine lieben Kolleginnen und Kollegen hier im Haus. Ich bin sehr dankbar über den Verlauf dieser Aktuellen Stunde, wenn ich sehe, alle Rednerinnen und Redner aus den demokratischen Parteien haben hier sehr, sehr deutlich gemacht, dass das, was die AfD hier wieder erneut versucht, keinerlei Basis hat, insgesamt Fuß zu fassen. Sie versuchen auf ganz perfide Art und Weise, verschiedenste Daten so zu verknüpfen, dass sie ihre These, dass nämlich das Impfen schädlich sei, hier propagieren können. Und das einzige Ziel, um das es Ihnen geht, es geht darum, Angst zu schüren und gleichzeitig gegen diesen Staat zu mobilisieren. Das ist Ihr Interesse. Und alle hier sind vereint darin, dass wir Ihnen das nicht durchgehen lassen. Und gucken wir doch mal ein bisschen zurück. Januar 2020. Der Beginn der Corona-Krise, was wir erlebt haben, welche Bilder wir gesehen haben, wie wir Menschen haben sterben sehen, wie wir überforderte Krankenhäuser gesehen haben, wie wir aber auch erleben mussten, wie viele Menschen, die uns anvertraut waren, die sehr verletzlich sind, insbesondere alte Menschen in Einrichtungen, verstorben sind. Und wenn Sie sich dann anschauen, was dann passiert ist, dass in so kurzer Zeit Impfstoffe entwickelt worden sind, die dazu geführt haben, dass wir am Ende des gleichen Jahres erstmalig einen Lichtblick hatten, erstmalig darauf vertrauen konnten, dass es Hilfe gibt, dass wir da rauskommen können. Und wenn Sie sich gleichzeitig anschauen, wie viele Leben gerettet worden sind, gerade von Menschen in alten Einrichtungen beispielsweise, dann sehen Sie, wie wertvoll es war, dass wir diesen Weg beschreiten konnten. Und das ging nur mit einer gemeinschaftlichen Anstrengung aller in dieser Gesellschaft, aber auch weltweit. Und das in Frage zu stellen, das alleine schon ist etwas, wofür Sie sich verantworten müssen. Das Zweite ist, wenn Sie sich anschauen, was wir insgesamt geschafft haben, wenn Sie heute schauen, wir haben alle nicht mehr eine durchgreifende Angst vor Corona. Wir wissen, dass es Medikamente gibt, wir wissen, dass es den Corona-Impfschutz gibt, und wir wissen auch, welche Regeln wir einhalten müssen, um möglichst mit dieser Pandemie leben zu können. Auch das ein ganz, ganz wichtiger Schritt, der auch wieder Normalität in diese Gesellschaft gebracht haben. Und genau das versuchen Sie immer wieder zu hintertreiben. Sie versuchen aus der Angst vor Corona, aber auch aus der Ablehnung von Maßnahmen, Ihr Kapital, Ihr politisches Kapital zu schlagen. Und genau das macht hier keiner im Raum mit.
Und ich will jetzt die restliche Zeit nicht für Ihren Mist nutzen, sondern dahin gucken, was wir tun müssen. Weil natürlich haben wir noch große Probleme. Wir haben eine Vielzahl von Menschen, die Long-Covid erkrankt sind, wo wir noch nicht wirklich wissen, wie wir zu einer durchgreifenden Hilfe kommen können. Da müssen wir unsere Anstrengungen hinstellen. Da müssen wir etwas tun. Und das werden wir als Ampel auch tun. Das werden wir mit dem nächsten Versorgungsgesetz anpacken, genauso wie wir schon die Forschung in diesen Bereichen ausgebaut haben. Da muss die Richtung hingehen und nicht rückwärts, wie Sie das machen, und Richtung Angst. Und natürlich muss es auch darum gehen, die wenigen Fälle, die es gibt, wo Menschen tatsächlich einen Schaden aus einer Impfung erworben haben, dass wir damit umgehen, dass wir auch da, genau wie bei Long-Covid, danach schauen, wie können wir da zu ausreichender Therapie und Hilfe kommen. Auch das ist natürlich eine Aufgabe. Und auf der Grundlage muss es weitergehen, in dieser Art und Weise wissenschaftsbasiert, sehr gewissenhaft und immer mit dem Ziel vor Augen, dass wir allen nützen wollen und gleichzeitig allen danken, die hier sich in diesen zwei Jahren so massiv für das Wohl aller eingesetzt haben. In dem Sinne, denke ich, drücken wir den Dank an alle im Gesundheitswesen an dieser Stelle noch mal besonders aus. Und ansonsten wünsche ich Ihnen ein friedliches Weihnachtsfest. Vielen Dank. Das Wort erhält Lars Friedrich Lindemann für die FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte, nachdem Sie, liebe Kollegen von der AfD, hier gefordert haben, man möge sich sofort mit den Folgen der Impfung beschäftigen und uns hier auch vorgeworfen haben, das würde in Deutschland nicht ergebnisoffen stattfinden, vielleicht noch mal eine zweite Dimension, eine dritte einführen, nachdem alle Vorredner hier zu dem Thema der Daten, der Bewertung, glaube ich, ausreichend gesprochen haben. Sie, Frau Dr. Baum, diskreditieren in diesem Land mit der Art, wie Sie hier vorgehen, 400.000 Ärzte, 100.000 Medizinstudenten, die jeden Tag mit ihren Lehrenden genau über dieses Problem sprechen, die in diesem Land leben, Familie haben, sich über das Thema, welche Folgen hat diese Pandemie für uns, jeden Tag auseinandersetzen. 36 Universitätskliniken, 108 Universitäten, 422 Hochschulen und 5.000 Wissenschaftler pro 1 Million Einwohner in Deutschland beschäftigen sich mit der Frage. Und Sie wollen hier unterstellen, dass diese Gesamtheit nicht in der Lage ist, sich mit den Folgen auch einer solchen Impfung vernünftig auseinanderzusetzen. Wie verrückt ist das eigentlich? Ja, und ich will Ihnen noch genau zu dem Thema noch was sagen, Frau Baum. Sie sind nicht nur Abgeordneter und tragen ein freies Mandat und sind hier nur Ihrem Gewissen unterworfen. Sie sind auch Ärztin. Und Sie sind eben nicht nur Ihrem Patienten verpflichtet, sondern eben auch dem Gemeinwohl. Und dass das in diesem Land so ist, dass wir Ärzte haben, die nicht nur dem Patienten, nämlich einem Dritten, verpflichtet sind und dem Gemeinwohl, sollten Sie sich sehr gut überlegen, wie Sie die Dinge hier vortragen. Und in dem Zusammenhang will ich hier auch noch mal darauf hinweisen, dass es gut ist, dass wir in diesem Land unser Gesundheitssystem so konstruiert haben, dass es von Freiberuflern getragen wird, die genau diese Gemeinwohlbindung und die Konzentration. Ja, das glaube ich Ihnen, aber ganz offensichtlich hat das nicht dazu geführt, dass Sie in der Lage sind, diese Verantwortung auch wahrzunehmen. Und wenn man darauf schaut, dann will ich an dieser Stelle sehr deutlich sagen, es ist in Ordnung und gut, nach Auffassung meiner Fraktion, dass unser Gesundheitssystem genau so organisiert ist, dass Freiberufler, die ausschließlich ihrem Patienten und ihrem Gewissen verpflichtet sind und eben auch dem Gemeinwesen, das vergessen immer viele, in ihrer Berufsordnung steht, dass sie dem Gemeinwesen verpflichtet sind, sich mit diesen Fragen beschäftigen in dieser Breite. Und das gelingt am allerbesten, und das ist in Deutschland auch geglückt in den letzten 30, 40 Jahren, dass das Ärzte im Wesentlichen auch in einer gewissen ökonomischen Unabhängigkeit tun. Und an dieser Stelle möchte ich, wenn Sie mir das erlauben, in meinen letzten zwei Minuten vielleicht noch einen Satz sagen. Das im Übrigen ist auch der Grund, warum wir uns gesundheitspolitisch zum Beispiel mit solchen Fragen beschäftigen sollten, wann es in diesem Land endlich eine modernisierte GOE gibt, damit das weiterhin funktioniert. Und bei dieser
Gelegenheit möchte ich die Beteiligten der Verhandlungen auch auffordern, dies zügig mal vorzulegen und auch deutlich sagen, dass wir in diesem Zusammenhang auf diejenigen schauen, die dem Patienten verpflichtet sind und dann in zweiter Linie denjenigen, die für Kostensicherheit in dieser Debatte sorgen wollen. Am Ende wünsche ich Ihnen allen gesegnete Weihnachten. Für diejenigen, die Weihnachten nicht feiern, wünsche ich Ihnen eine ruhige Zeit. Die Gelegenheit, schließen Sie all diejenigen in Ihre Gebete oder auch Überlegungen ein, die nicht in einer so sicheren Welt, wie wir leben, über die Dinge nachdenken können, über die wir heute hier haben, auch sprechen müssen. Gesegnete Weihnachten und alles Gute. Bevor wir in der Debatte fortfahren, möchte Frau Dr. Baum nach § 30 unserer Geschäftsordnung eine persönliche Erklärung abgeben und sie erhält jetzt das Wort. Vom Platz machen Sie das bitte. Nee, das ist nie von vorne. Das jetzt, ja. Vielen Dank. Also das letzte Mal durfte ich eine persönliche Erklärung von da vorne abgeben. Das ist aber nicht üblich. Wir machen es vom Platz. Gut, okay. Also ich möchte diese Aussage, die in Bezug auf meine Person zu den Reichsbürgern abgegeben wurde, nicht so stehen lassen. Die ist nämlich falsch. Ich habe gestern in einem Interview dazu gesagt, dass auch diese Menschen zu unserer Gesellschaft gehören und dass niemand aus unserer Gesellschaft auszugrenzen ist, dass wir uns im Gegensatz dazu mit den Meinungen auseinandersetzen müssen, so wie sich das in einer demokratischen Gesellschaft gehört. Denn die Gedanken sind nicht weg, nur weil wir sie ausgrenzen oder nicht hören oder nicht sehen wollen. Die rote Linie ist die Anwendung von Gewalt. All das habe ich gesagt und dazu stehe ich. Dankeschön. Dann fahren wir in unserer Debatte fort und der nächste Redner ist Tino Sorge für die CDU-CSU-Fraktion. Ja, vielen Dank, liebe Frau Kollegin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es ist ja im Vorfeld auch von meinem... Also als Kollegin, das kann ich jetzt nicht ganz... Wir sind zwar Kollegen. Sehr geehrte Frau Präsidentin. Vielen Dank. Ich bitte das zu entschuldigen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Also der weihnachtliche Übermut ist hier ein bisschen durchgekommen bei mir. Nein, im Ernst, wir haben ja von den Vorrednern, auch von meinem Kollegen Georg Kippels schon gehört, das Thema Lebenszeit ist ja ein ganz wichtiges für uns alle. Und insofern können wir jetzt darüber diskutieren, ob das uns diese Debatte nicht eine Menge Lebenszeit hier auch stiehlt. Und deshalb will ich gar nicht so darüber sprechen, was Sie hier alles wieder zum Besten gegeben haben, sondern ich will darüber sprechen, was Sie hätten tun können. Ich hätte gern hier in diesem Plenum darüber diskutiert, wie wir Menschen helfen können, die diese Impfnebenwirkungen, die Impfreaktion, die Impfschäden haben. Wir hätten darüber sprechen können, wie Daten besser genutzt werden können. Wir hätten darüber sprechen können, wie diese Daten besser aggregiert zusammengeführt werden können. Wir hätten darüber sprechen können, wie wir Strukturen verbessern, aufbauen, die eben genau diesen Menschen helfen, die jetzt sagen, ich habe das Gefühl, ein Impfschaden, eine Impfkomplikation, Impfnebenwirkung aus dieser Impfung heraus zu haben. Aber ich habe das Gefühl, mir hilft keiner. Und das, was Sie hier tun, liebe Kolleginnen und Kollegen der AfD, Sie helfen niemandem, Sie stehlen uns nur die Zeit. Und deshalb will ich auch noch mal darauf eingehen, der ein oder andere Kollege, Kollegin im Vorfeld hat ja schon darauf hingewiesen. Man kann natürlich aus diversen Statistiken alles herauslesen. Sie greifen sich irgendeine Kleinstkohorte raus, extrapolieren die und vergleichen die mit irgendeiner Bezugsgröße. Da können Sie de facto alles irgendwie kommunizieren. Aber es wird in der Sache ja nicht richtiger. Und wenn Sie mal zugehört hätten, was die KBV gesagt hat, was das PEI gesagt hat, dann hätten Sie doch erkennen müssen, dass das, was Sie hier wieder mal skandalisieren wollen, überhaupt kein Skandal ist, sondern dass die Daten, Fakten, Zahlen, die Sie hier bringen, einfach falsch sind, falsch interpretiert. Und das nehmen Sie leider nicht zur Kenntnis. Liebe Kolleginnen und Kollegen, deshalb finde ich es ja auch immer so bemerkenswert, dass dann auch für diese Nachweise der angeblichen skandalösen Dinge, die Sie hier vortragen, ja immer nur Ihr, Sie nennen ihn, glaube ich, Datenanalyst, den Herrn Lausen anführen. Also ich weiß nicht, er nennt sich selbst Datenanalyst. Für mich ist das ein Datensalafist. Nehmen Sie es mir nicht übel, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und insofern
würde ich gern auch, und das können wir gerne zukünftig auch machen, verstärkt über diese Themen sprechen. Ich gebe zu, wir müssen da alle besser werden, auch bei der Kommunikation nach außen. Wir müssen solche Befindlichkeiten, solche Probleme ernst nehmen. Es geht nicht darum, dass wir eine Gruppe gegen die andere ausspielen, dass wir sagen, diejenigen, die sagen, sie haben Impfschäden erlitten, die gäbe es nicht. Insofern war das auch überhaupt nicht hilfreich, das will ich hier auch mal sagen, dass einige Kolleginnen und Kollegen und auch unser Gesundheitsminister gesagt haben, diese Impfungen seien nebenwirkungsfrei. Also insofern, glaube ich, sollten wir da auch ein bisschen in der Diskussion abrüsten, sollten sagen, natürlich jede Impfung hat Nebenwirkungen, aber die Chancen einer Impfung überwiegen bei Weitem. Impfungen sind ein Segen für die Menschheit. Das ist ja hier angesprochen worden, ob das jetzt Pocken, ob das Kinderlähmung war. Also wirklich ein Segen für die Menschheit. Und deshalb sollten wir das nicht schlecht reden und sollten auch nicht den Eindruck erwecken, als liefe hier was gegen den Baum im wahrsten Sinne des Wortes. Liebe Kolleginnen und Kollegen, deshalb will ich es auch meinem Vorrednerkollegen, dem Georg Kippels, gleich tun und will die Lebenszeit, die uns auch durch diese mehr oder weniger fragwürdige Debatte gestohlen worden ist, an Sie zurückgeben. Ich wünsche Ihnen allen eine schöne Weihnachtszeit, ein paar besinnliche, ruhige Tage. Ich hoffe, Sie können viel Zeit mit Ihren Lieben, mit Ihren Familien verbringen und hoffe, Sie alle im nächsten Jahr wieder gesund und munter hier wiederzusehen. In diesem Sinne, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und den Abschluss dieser Debatte, dieser Aktuellen Stunde, bildet Rupert Stüwe von der SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer auf der Tribüne, und als letzter Redner in der letzten Debatte dieses Jahres kann man ja ein bisschen über seine besten Erlebnisse in diesem Parlament berichten. Und eins davon ist, dass Sie wieder hier oben auf der Tribüne sitzen können, unseren Debatten folgen können. Ich fand es beeindruckend, als ich zum ersten Mal gesprochen habe, dass Sie tatsächlich sitzen, zuschauen und wieder unseren Debatten mitverfolgen können. Und wenn wir hier über Wirkungen reden, dann ist es auch eine Wirkung der Impfung, eine Wirkung der Masken, eine Wirkung davon, dass wir in großer Anzahl in diesem Lande aufeinander Rücksicht genommen haben wegen der Pandemie. Und deswegen finde ich es ein gutes Zeichen, dass Sie in dieser letzten Debatte dieses Jahres in diesem Plenum auch mit dabei sind auf der Tribüne. Und dann will ich noch etwas dazu sagen. Eigentlich wollte ich nicht viel zur Wirkung Ihres Antrags sagen, aber mein Wahlkreis ist der Wahlkreis, in dem auch Frau Masak-Winkelmann kandidiert hat. Ich saß mit ihr im Wahlkampf auf unterschiedlichen Schulpodien. Und ich finde, Ihre Partei wollte, dass diese Verschwörerin wieder in den Bundestag einzieht, dass sie hier wieder in diesem Gesundheitsausschuss sitzt. Und ich fand es bedrohlich, im Rückblick mit ihr auf zahlreichen Schulpodien zu sitzen. Insofern finde ich das bedrohlich, wenn jetzt aus Ihren Reihen das immer noch dass es immer noch verharmlost wird, was da an Verschwörung der Reichsbürgerinnen und Reichsbürger passiert ist. Und dann lassen Sie mich zu noch etwas kommen in dieser Debatte. Als letzter Redner in dieser Debatte habe ich mir auch angeguckt, wie das Jahr 2022 eigentlich angefangen hat. Und auch da haben wir in der ersten Plenumsdebatte, in der ersten Plenumswoche über das Thema Corona geredet. Und ich finde, das zeigt eins, dieses Jahr war natürlich von der Pandemie geprägt. Und dieser Deutsche Bundestag hat sich in seiner ganz, ganz großen Mehrheit kontrovers auf Fakten gestützt und ernsthaft mit diesem Thema auseinandergesetzt. Und da ich jetzt Forschungspolitiker bin und nicht im Gesundheitsausschuss sitze, möchte ich mich da bei diesen Kollegen aus dem Kolleginnen aus dem Gesundheitsausschuss auch bedanken, dass sie das ganze Jahr so gemacht haben. Und ich finde es richtig, dass sie das in weiten Teilen auf Grundlage von wissenschaftlichen Fakten gemacht haben. Denn natürlich hat Corona eine Wirkung. Wir sehen das gerade, wenn wir uns mit Long-Covid und Post-Covid beschäftigen, wenn wir darüber reden, wie wir die Forschung zu ME-CSF und den Folgen zu Long-Covid unterstützen und beschleunigen können. Wir haben das übrigens gemacht im letzten Jahr und auch in den nächsten beiden Jahren haben wir dazu Programme geteilt. Natürlich hat die Impfung eine Wirkung. Auch das ist doch so, wenn wir uns die ernsthaften wissenschaftlichen Studien angucken, dass das nicht zu bestreiten ist, dass die
Impfung eine Wirkung hat, und zwar eine positive Wirkung für dieses Land. Und natürlich hat es auch gesagt worden, gibt es Impffolgen und Nebenwirkungen. Und übrigens, schwere Nebenwirkungen bei 1000 Impfungen sind es 0,3 schwere Nebenwirkungen, die an das Paul-Ehrlich-Institut gemeldet werden. Und dann, weil es diese letzte Debatte ist und ich Ihnen noch ein paar Minuten schenken möchte, würde ich 30 Sekunden noch, habe ich einen Nikolaus mitgebracht, weil ich finde, das Thema Impfen hat auch was mit dem Thema Weihnachten zu tun. Ich würde es der Präsidentin schenken, weil stellvertretend für alle anderen hier, weil beim Impfen ist es so, wie in dieser Zeit. Ja. Manchmal geht es in dieser Zeit um die kleine Geste und manchmal geht es nicht um einen selber, sondern diese kleine Geste wie das Impfen hat auch eine große Wirkung auf andere. Insofern wünsche ich uns allen gemeinsam eine gute Weihnachtszeit. Kommen Sie gut ins neue Jahr und ich freue mich darauf, Sie im nächsten Jahr wiederzusehen. Vielen Dank. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die aktuelle Stunde ist beendet.